Hallo, herzlich willkommen, liebe Porsche-Freunde bei Wetzel Automobile aus Hamburg. Hier steht ein G-Modell aus 85, ein Carrera 3,2 Liter mit noch nicht G50 Getriebe, aber der Wagen ist hammermäßig. Ja? Der Wagen ist, der hat alles, was du brauchst. Der ist Scheckheft gepflegt bis heute. Das ist ein Schweizer Auto. Hier ist das Scheckheft, bis heute Scheckheft gepflegt. Schweizer Auto. Der Motor ist sowas von trocken, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den gestern auf der Bühne gehabt, absoluter Mann. Der läuft wie eine Eins. Der egal wann ich ihn anmache, da kommt nie hinten Qualm raus. Also habe ich noch nicht einmal gehabt. Das, also G-Modell ist eigentlich völlig normal, sagen alle, das ist Qualm. Ist auch nicht unnormal, würde ich sagen, aber normal ist natürlich nicht. Bei dem ist es perfekt. Hat 190.000 Kilometer gelaufen. Das ist für so ein Auto nicht, wie es der beste Motor, den Porsche hier gebaut hat. Deswegen ist das einfach Hammer. Die Innenausstattung ist dieses Nadelstreifenzeug. Das ist so cool, ja. Also macht richtig Spaß, den zu fahren. Ja. Wir gehen mal rum. Also erstmal hier, oder beziehungsweise ich zeige nochmal hier, also Scheckheft ist klar. Unterlagen, dann habe ich hier so eine Mappe. Das ist halt auch immer so ein Zeichen, was ich ja gerne mal zeige hier, wenn dann so schön hier mit alles Berechnungen und hin und her. Achso, und den Scheibenrahmen haben sie schon mal gemacht. Da siehst du hier, Scheibenrahmen, da rosten die ja gerne mal. Da wurden hier dann schon so ein paar, na gut, jetzt ich zeige, gibt es hier ein paar Bilder von. Jetzt lege ich das mal weg. Ich habe gerade nochmal nachgemessen, ich war mir nicht ganz sicher, aber der Wagen ist außer Scheibenrahmen vorne, der ja gemacht wurde, also hier oben, den kann man messen, hier, da zeigt er uns 261 an, also da ist er lackiert. Und er ist hinten rechts am Kotflügel lackiert, weil da mal Kratzer drauf waren. Ansonsten steht der Wagen hier in Erstlack, auch das noch. Und trotzdem sieht er tipptopp aus, also nicht wie neu lackiert, sondern einfach sensationell. Komm, wir gehen mal weiter rum. Also der Wagen steht hier, da ist keine Beule, kein Kratzer, wie ich immer so schön sage. Hier sind schöne Füchse drauf, mit, glaube ich, relativ neuen Reifen. Sekunde. 3618. Das sind wirklich neuwertige Reifen. Reifenhändler dürfen Reifen 3 Jahre liegen lassen und sie immer noch verkaufen. Also das ist halt immer so. Ja, hier alles schick, alles toll. Ich kreuze mal die Kamera kurz. Also, und wie gesagt, Schweizer Auto insgesamt, dritter Hand. Und ich glaube, es war dritte Hand. Ja. Also hier Motorraum und so weiter. Auch das alles ziemlich klasse. Das sieht halt top gepflegt aus, ja. Alles gut. Wenn man auf der Seite guckt, auch alles picobello. Also jetzt gucken wir mal rein, weil diese geile Innenausstattung ist halt der Hammer. Die ist halt dieses Nadelstreifendesign und top gepflegt. Das sind die ersten Sitze, da ist nicht irgendwie was gemacht oder was schön geredet, sondern das ist einfach so, wie es ist. Der wurde immer gepfleglich behandelt und fährt halt wie eine Nähmaschine. Ja? Das ist der Wahnsinn. Geiles Radio drin, das habe ich gerade bei meinem alten auch reinbauen lassen, bei meinem blauen. Also auch das picobello. Technik funktioniert einwandfrei. Scheckheft gepflegt, habe ich schon gesagt. Targa-Dach ist wie neu, steht da hinten. Brauchen wir jetzt nicht filmen, sieht aus wie neu. Alles funktioniert von unten, wie gesagt, knochentrocken. Gucken wir nochmal vorne rein kurz. So. Also, so sieht der hier aus. Und auch hier Originalwerkzeug noch dabei. Reserverad, Kompressor dabei. Ne? Also unfallfrei der Wagen. Und ich würde sagen, ich schmeiße ihn jetzt an, wir fahren eine Runde und dann machen wir weiter. Okay, fahren wir los. Ich hätte eine Nadelstreifenhose anziehen sollen wegen der Innenausstattung. Also, das stand ja jetzt nicht lange, aber einige G-Modelle qualmen auch, wenn man so anmacht. Ja, wenn ich den jetzt anmache, pass auf. Thank you.
gehen wir dann unspannt. Ich fahre ihn wieder in die Halle. Also, ich will die Qualität der G-Modelle, die ich bis jetzt hatte, nicht schmälern, um Gottes Willen. Da waren tolle Autos dabei. Aber der hier ist definitiv einer der besten, die ich hatte bis jetzt. Und wenn Sie ein G-Modell suchen, Besuch lohnt sich auf jeden Fall, egal woher Sie kommen, für das Auto. Von unten, wie gesagt, gucken Sie sich die Bilder an auf meiner Homepage, knochentrocken. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und meine Videos bei YouTube, meinen Kanal abonnieren, freue ich mich. Vielen Dank, dass das so viele Leute machen und jetzt filmen wir einen 9964S. Vielen Dank. Tschüss.